Es ist notwendig, die Frage des Massenstreiks nach jeder Richtung hin zu prüfen. Die Frage ist noch lange nicht geklärt. Sie muss noch viel besprochen werden, damit die Massen mit der Anwendung dieser neuen Kampfform vertraut werden. 1906 veröffentlichte Rosa Luxemburg hier in Hamburg ihre Broschüre Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, eine ihrer wichtigsten theoretischen Beiträge. Und sie intervenierte damals mit dieser Broschüre in eine hier in Deutschland ganz leidenschaftlich in der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung geführte Diskussion über die Rolle von politischen Streiks, Generalstreiks und Massenstreiks für eine Veränderung der Gesellschaft. In der Vorstellung des Mainstreams der damaligen SPD in Deutschland, die sich ja immer noch als marxistische Partei verstand, würde die Veränderung der Gesellschaft und der Weg hin zum Sozialismus ganz wesentlich über Wahlen laufen. Die Vorstellung war, dass die SPD in einem möglichst ruhigen gesellschaftlichen Umfeld ihre Kräfte aufbauen, ihre Organisationen ausbauen, ihre Presse stärken sollte, um anzuwachsen bis zu einem Punkt, wo sie irgendwann die Mehrheit im Parlament stellen, die Regierung übernehmen und einschneidende Sozialreformen einleiten könnte, die dann den Weg zum Sozialismus öffnen. Generalstreiks, Massenstreiks und soziale Unruhen wurden in der SPD hingegen mit einer gewissen Skepsis betrachtet. Man hatte zwar die Vorstellung, dass es irgendwann mal zu einem Generalstreik kommen würde, aber dieser, so stellte man sich vor, würde ein minutiös vorbereitetes, genau durchgeplantes Ereignis sein, bei dem die deutsche Arbeiterschaft diszipliniert auf ein Kommando hin ihre Arbeit niederlegen würde, bei dem alle Kosten vorher berechnet sind, die Belastungen der Streikkasse bis ins Detail ausgerechnet sein würden und so weiter. Und Rosa Luxemburg kam 1906 gerade aus Polen zurück, damals noch Teil des Russischen Reiches, wo sie an der ersten russischen Revolution teilgenommen hatte. Sie hatte Massenstreiks, Demonstrationen, Straßenschlachten, Barrikadenkämpfe, Besetzungen, Blockaden erlebt, das gesamte breite Panorama einer lebendigen revolutionären Bewegung. Und sie kehrte zurück nach Deutschland und sagte, ey Leute, wir müssen uns das hier für Deutschland irgendwie ähnlich vorstellen. Es wird nicht so sein, dass wir einfach auf ein Kommando hin einen Generalstreik machen, sondern so wie in Russland werden viele eigenständige Kämpfe und Streikbewegungen sich irgendwann verbinden und verknüpfen und zusammenfließen zu einer großen und umfassenden Massenstreikbewegung. Aber auch wenn für Rosa Luxemburg eine wesentliche Lehre war, dass ein Massenstreik nicht einfach beschlossen und verordnet werden kann, so war ihr doch natürlich auch klar, dass er nicht einfach vom Himmel fällt. Sondern ihrer Analyse nach waren auch große, umfassende Streikbewegungen oft das Resultat von kleinen, über Jahre und Jahrzehnte geführten Kämpfen, waren das Resultat der geduldigen Organisierungsarbeit und Aufklärungsarbeit sozialistischer Agitatorinnen und Agitatoren, die die Saat dafür legten und die die Verbindungen herstellten, die im Moment einer gesellschaftlichen Krise dazu führen konnten, dass plötzlich eine Dynamik entstand, die tatsächlich Hunderttausende erfasste und ihnen das Gefühl gab, eine Macht zu haben, dass sie die Gesellschaft neu und von unten her aufbauen und gestalten können. Und mit diesen Lehren kehrte Rosa Luxemburg nach Deutschland zurück und warf sich mit vollem Schwung in die hiesigen Debatten um einen Massenstreik. Der Massenstreik flutet bald wie eine breite Meereswoge über das ganze Land. Bald zerteilt er sich in ein Riesennetz dünner Ströme. Bald sprudelt er aus dem Untergrund wie ein frischer Quell. Bald versickert er ganz im Boden. Politische und ökonomische Streiks, Massenstreiks und partielle Streiks, Demonstrationsstreiks und Kampfstreiks, Generalstreiks einzelner Branchen und Generalstreiks einzelner Städte, ruhige Lohnkämpfe und Straßenschlachten, Barrikadenkämpfe, alles das läuft durcheinander, nebeneinander, durchkreuzt sich, flutet ineinander über. Es ist ein ewig bewegliches, wechselndes Meer von Erscheinungen. So sah Rosa Luxemburg also, dass Massenstreiks ein extrem dynamisches, kaum vorherbestimmbares Ereignis sind, wo kleine Funken den Anlass für große Bewegungen bieten können. Und oft ließen sich diese Ereignisse gar nicht vorhersehen. Sie macht es deutlich beim Ausbruch der russischen Revolution von 1905, als im Januar 200.000 Arbeiter zum Zarenpalast zogen, um dem Zaren eine Petition zu übergeben und zu sagen, oh bitte, Väterchen Zar, hilf uns doch gegen die bösen Unternehmer. Und diese Demonstration endete in einem Blutbad, als die Palastwachen anfangen, auf die Arbeiter zu schießen. Und völlig unvorhergesehen trat daraufhin die Arbeiterschaft ganz St. Petersburgs in einen Streik, fing an, einen Arbeiterrat zu bilden, fing an, die Stadt in ihre eigenen Hände zu nehmen, den Zaren politisch herauszufordern, ein Ende der Polizeirepressionen zu fordern, aber auch ökonomische Forderungen zu stellen. Und so gelang es ihnen zum Beispiel in Konfrontation mit den Unternehmern, den 8-Stunden-Tag für einige Monate in St. Petersburg durchzusetzen, auf revolutionärem Wege, in dem die Arbeiter beschlossen, keiner von uns wird länger als 8 Stunden am Arbeitsplatz bleiben, nach 8 Stunden werden wir alle nach Hause gehen. Und tatsächlich gelang es auf diese Weise, den Erfolg des 8-Stunden-Tages zu erzielen. Der Massenstreik wird nicht künstlich gemacht.
nicht ins Blaue hinein beschlossen, nicht propagiert, sondern er ist eine historische Erscheinung, die sich in gewissem Moment aus den sozialen Verhältnissen mit geschichtlicher Notwendigkeit ergibt. Sie war der Auffassung, dass die Aufgabe von Sozialistinnen und Sozialisten ist, durch geduldige Organisierungs- und Bildungsarbeit in der Arbeiterschaft die Grundlagen zu schaffen, aus denen heraus eines Tages eine Massenstreikdynamik entstehen könnte. Dass sie die Verbindungen, Organisationsformen und Strukturen schaffen müssen, um dann, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse sich öffnen, ins Rutschen geraten, losschlagen zu können und handlungsfähig zu sein. Ganz wichtig war ihr aber auch, dass eine sozialistische Partei sich der Dynamik eines Massenstreiks unter keinen Umständen entgegenstellen darf. Auch dann nicht, wenn diese Massenstreiks ganz andere Formen annehmen, als man es sich vorher vielleicht gedacht hatte. Im Gegenteil, Rosa Luxemburgs Auffassung nach war die Aufgabe einer linken Partei, alles zu tun, was in ihrer Macht steht, um die Dynamik von Massenstreiks, wenn sie dann ausbrechen, zu befördern und zuzuspitzen und aus ihnen eine gesellschaftsumwälzende Kraft zu machen, aus der heraus auch der Sozialismus wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden könnte. Das Kostbarste, weil Bleibendste, ist ihr geistiger Niederschlag. Das sprungweise intellektuelle, kulturelle Wachstum des Proletariats, das eine unverbrüchliche Gewähr für sein weiteres unaufhaltsames Fortschreiten im wirtschaftlichen wie im politischen Kampfe bietet. Für Rosa Luxemburg waren Streiks und allgemein die Gewerkschaftsarbeit so etwas wie die Muckibuden der Arbeiterklasse. Dabei galt ihr nicht so sehr das Ergebnis einer Tarifauseinandersetzung als das ausschlaggebende Kriterium zu ihrer Beurteilung, sondern für Rosa Luxemburg war die eigentlich alles entscheidende Frage, ob eine Auseinandersetzung so geführt wird, dass die arbeitenden Menschen in ihr Erfahrungen ihrer kollektiven Macht und Stärke erlangen können. Ganz ähnlich war ihr Herangehen auch an Reformkämpfe. Für Rosa Luxemburg war nicht so sehr das Durchsetzen einer Reform an sich das Entscheidende, sondern die Frage, ob der Kampf um eine Reform als breite gesellschaftspolitische Auseinandersetzung in einem Bündnis vieler verschiedener Akteure geführt wird. Und in diesem Sinne sollten wir auch heute die Kämpfe um Reformen und auch die kleineren Streiks und Tarifauseinandersetzungen und Auseinandersetzungen immer als wichtige Momente eben dieser Muckibude der Arbeiterklasse, dieses Antrainierens und Erlernens und Fähigkeiten begreifen und unterstützen. Der ökonomische Kampf ist das Fortleitende von einem politischen Knotenpunkt zum anderen. Der politische Kampf ist die periodische Befruchtung des Bodens für den ökonomischen Kampf. Es ist fast unmöglich, die Grenze zwischen beiden zu ziehen. Es besteht zwischen beiden eine völlige Wechselwirkung. Ich glaube, dass die Erkenntnis, dass politische und ökonomische Streikbewegungen gar nicht schematisch voneinander trennbar sind, auch für uns in Deutschland eine sehr wichtige Lehre ist. Gerade hier in Deutschland, wo ja nach allgemeiner Auffassung politische Streiks verboten sind. Nun muss man zu diesem Verbot politischer Streiks sagen, dass das letztendlich keine juristische Frage ist, sondern eine Frage der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Auch in Deutschland haben wir gesehen, wie die eigentlich ökonomischen Streiks der Ryanair-Beschäftigten dazu führten, dass unser Arbeitsminister sich gezwungen sah, eine Gesetzesänderung zu erlassen, die es den Beschäftigten vereinfacht, Betriebsräte zu gründen. Wir haben immer wieder auch in Deutschland erlebt, wie viel mehr Schwung gewerkschaftliche Auseinandersetzungen gewinnen, wenn sie in den Kontext breiter gesellschaftspolitischer Anliegen gestellt werden und es den Gewerkschaften gelingt, Unterstützung aus der Gesellschaft für ihre Anliegen zu mobilisieren. Ganz prominentes Beispiel war der Kampf um die 35-Stunden-Woche durch die IG Metall in den 80ern, die in einem engen Bündnis mit der feministischen Bewegung und Arbeitslosenbewegungen als eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung um Arbeitszeitverkürzung und darum, dass unser Papi am Samstag eben mir gehört, geführt wurden. Aktuelle Beispiele wären die Kämpfe in den Krankenhäusern um mehr Personal. Die Verdi ja ganz bewusst unter dem Slogan "Mehr von uns ist besser für alle" führt, um deutlich zu machen, das ist kein Kampf, wo es nur um die Interessen der Beschäftigten geht. Es ist ein Kampf, der die gesamte Gesellschaft betrifft, der unser ganzes Gesundheitssystem betrifft und den wir nur gemeinsam als gesellschaftspolitische Auseinandersetzung gewinnen können. Und in vielen Städten gibt es ja auch breite Bündnisse, die die Beschäftigten in den Krankenhäusern in ihren Kämpfen unterstützen. Ein letztes Beispiel, das ich persönlich besonders motivierend fand, war die Auseinandersetzung um den Tarifvertrag Nahverkehr im Jahre 2020. Dort hat Verdi ganz gezielt ein Bündnis mit der Klimabewegung Friday for Future gesucht, um den Kampf um bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr als Teil der Auseinandersetzung um eine umfassende sozial-ökologische Verkehrs- und Klimawende zu führen. An vielen Orten haben junge Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays for Future an den Streikposten teilgenommen und die Busfahrerinnen und Busfahrer unterstützt. Und ich denke, dass wir im Verständnis von Rosa Luxemburgs
wo immer es möglich ist, versuchen sollten, Tarifauseinandersetzungen so politisch wie es irgendwie geht zu führen, sie in den Kontext gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen zu stellen, in der es deutlich wird, dass die entscheidenden Konflikte eben diejenigen zwischen oben und unten sind. Den geistigen Horizont des Proletariats erweitern, sein Klassenbewusstsein schärfen, seine Denkweise vertiefen und seine Tatkraft stählen. Die Dramatik der drohenden Klimakrise setzt die Frage nach sozialistischen Alternativen im 21. Jahrhundert wieder mit größter Dringlichkeit auf die Tagesordnung. Und gewiss scheint, dass es auch im 21. Jahrhundert keinen Übergang zum Sozialismus geben wird, ohne dass die Massen wieder den Schauplatz der Geschichte betreten und ohne dass nicht auch wieder Phänomene wie Massenstreiks aufkommen. Als Rosa-Luxemburg-Stiftung sind wir allerdings keine Gewerkschaft, die zu Streiks aufrufen kann. Wir sind auch keine Partei, die zu Demonstrationen aufrufen kann, sondern wir sind eine Einrichtung der politischen Bildungsarbeit. Und so haben wir uns gefragt, wie kann denn gerade im Gewerkschaftsbereich eine politische Bildungsarbeit aussehen, die im Geiste Rosa Luxemburgs stattfindet und die versucht zumindest künftige Streikbewegungen zu befördern und vielleicht ganz kleine Keime zu legen, aus denen auch eines Tages wieder Massenstreikdynamiken entstehen können. Und wir haben uns dafür entschieden, den Schwerpunkt unserer Gewerkschaftsarbeit auf den unmittelbaren Austausch über ganz konkrete Streik- und Widerstandserfahrungen zwischen betrieblichen und hauptamtlichen Gewerkschafterinnen zu legen. Seit 2013 führen wir in diesem Sinne unsere Erneuerung durch Streikkonferenzen durch. Zuletzt in Braunschweig 2019 mit 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wohl eine der größten linksgewerkschaftlichen Konferenzen der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland, in deren Zentrum eben der konkrete Austausch über Erfahrungen mit gewerkschaftlicher Organisierung, mit betrieblichem Widerstand und Streiksbewegungen stand. Ähnliches versuchen wir auch auf der internationalen Ebene. Nach 2008 kam es ja insbesondere in Südeuropa zu einer regelrechten Welle von Generalstreiks. Und die Hoffnung stand immer im Raum, dass sich diese Generalstreiks und Proteste zu einer neuen Massenstreikdynamik verdichten könnten. Und so organisierten wir eine Konferenz in Berlin, in der wir Aktive aus all diesen Generalstreiksbewegungen zusammenbrachten, um einen konkreten Erfahrungsaustausch herzustellen. Im letzten Herbst haben wir eine große internationale Streikschule organisiert, in der über 3000 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus 70 Ländern aus aller Welt zusammengekommen sind, um online sich auszutauschen über ihre Erfahrungen in Streikbewegungen, ihre Erfahrungen mit betrieblichem Widerstand und über die Notwendigkeiten eines gewerkschaftlichen Organisings zum Wiederaufbau der Macht der arbeitenden Klasse. Und so hoffen wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung durch unsere Bildungsarbeit im Gewerkschaftsbereich ganz im Geiste Rosa-Luxemburgs dazu beizutragen, den geistigen Horizont des Proletariats zu erweitern, sein Klassenbewusstsein zu schärfen, seine Denkweise zu vertiefen und seine Tatkraft zu stählen.